Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS mit mir, der lieben Melli. Ja, ihr seht, ich habe etwas vorgezeichnet und vielleicht erkennt ihr ja, was es ist. Dann schreibt es mir mal jetzt in die Kommentare. Ja, ich hatte ja mal gesagt, dass ich hier auch einen Friedhof hinbaue. Und ja, habe schon mal ein bisschen vorgezeichnet. Das ist ein Grundriss von einem Gebäude, der hier praktisch anliegend sein wird. So, ich habe den etwas gekürzt. Ich hatte auf meine Zeichnung doch etwas mehr, aber ja, das wird schon hinhauen. Ich fange jetzt erstmal an. Ups. An den Seiten jeweils, ich habe ordentlich Speed drauf. Die Balken schon mal zu setzen. So, und dann würde ich sagen, werden wir. Ja, habe ich alle. Oh, das war zu weit. Ja, und was ich hier baue, ich hoffe, ihr habt schon fleißig in die Kommentare geklatscht, es wird eine Kirche. Auf der Seite wird der Friedhof sein, auf der anderen Seite werde ich so eine Art Garten oder so anlegen, weil Kirchen haben ja schon mal Gärten und mit so ein bisschen in der Mitte so einen kleinen Brunnen, außenrum so ein paar Parkbänke. Hier müssen wir Wege bauen, aber das ist alles Zukunftsdenken. Wir machen jetzt erstmal den Grundriss der Kirche. So, jetzt habe ich das Wort. Und naja, denke mal, das dürfte das geringere Problem sein. So, zwei Blöcke übrig, das war mir klar. Ich vorhin versehentlich welche weggeschmissen hatte. Ich denke mal, für den Boden wird es reichen. Weil ich will das ja nur, unten herum. Einmal mit Brickstones machen und ja, dann hochziehen werden wir das wahrscheinlich so ein bisschen mit Bruchstein. so eine Mischung aus Bruchstein und aus Bricks, also Kobbel und Bricks. So, und ja, ich habe mir auch ein bisschen Marmor dabei getan und ich denke mal, dass ich so ein paar Säulen setzen werde aus Marmor und vielleicht auch aus Quarz, weil ich finde die Textur von den Quarzblöcken als Säulen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn der Damian freut sie sich ja schon auf seinen Marktplatz. Den werden wir in den nächsten beiden Folgen definitiv bauen. Ich dachte mir, ich fange jetzt mal langsam an, so ein bisschen mit dem Grundriss des der Kirche, damit ich da auch schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt habe. Ja, wunderbar, so wollte ich das machen. Klappt wunderbar. Dass wir da heute erstmal nur damit anfangen. Es ist ja nur ein Grundriss. Ich ziehe mich auch so ein bisschen vor dem kreisförmigen Etwas da hinten, aber das müsste ich dann irgendwie schon hinkriegen. Und wenn ich Glück habe, könnte ich eventuell noch eine zweite Reihe drauf bauen. Aber da muss ich jetzt erstmal das ganze Vorzeichnung wegmachen, weil ich finde, mit Erde vorzeichnen ist immer noch ganz prima. Und ich würde sagen, ich haue jetzt mal den Speed rein, baue das eben bis vorne hindurch und dann sehen wir uns oder hören uns gleich wieder. Bis gleich.
dann haben wir ja fast den Rahmen durch. Welches Glas ihr da so gerne reinhaben würdet? Denn welchen haben wir die eigentlich, sagen wir, die Angewohnheit runtergelegt haben. Wir können das gleiche machen, auch machen. Da gehen wir gerne in die Kommentare mal reinpfeffern. Ob ihr lieber bunt oder sagt, nee, das ist doch lieber einheitlich, macht einfache Gläser rein. Dann können wir auch ein einfaches Glas rein. Mir gefällt das gut. Muss ich gestehen. So, haben wir so 1, 2, 3. Machen wir jetzt. So, dann einmal ein 5er Fenster. Ah, dann können wir da nämlich einen wunderschönen Rahmen drum setzen. Ja, dann setzt man da einen wundervollen Rahmen rum und dann gucken wir das. Und dann da warte ich jetzt, bevor ich hier weiterbaue, auf eure Kommentare ab, wie ich das auch bei der Schmiede jetzt getan habe. Da habe ich mittlerweile Feedback bekommen. Der liebe Damien hat mir da doch gesagt, ja, es ist nur die Frage, Backstein oder die einzige Frage, die jetzt offen steht. Da warte ich weiterbaue. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann endlich einen Wunsch erfüllen und den zweiten Marktplatz bauen. Ja, oft so auf den einen Markt hat das Leben getobt. Auf dem anderen Marktplatz war dann doch hier auf. So, und der hat ja auch, wer das in die Kommentare geschrieben hat. Ich müsste ich jetzt echt nachgucken, dass man doch um die Dorfbewohner hier zu versorgen. Braucht man ja auch Bauernhöfe. Ja, dafür habe ich auch schon eine Lösung. Vor allem hier hinter der Mauer, da ist ja noch Platz 1, 2, 3, 4. Kann ich da hinbauen und das sehen. Also da könnte man doch auch einigen. So, alle auf eine Höhe sein. Komm mal, hallo Enderman. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also ich werde obenrum noch einmal mit Bricks lang gehen. Wunderbare. Da drauf. Gut. Ja gut, dann können wir ja die. Da lebt man auch nicht alle Tage. Aber korrigiert. Und schon ist der Fehler korrigiert. Macht das ja was her, ne? So. Ja. Und das Ganze spiegeln wir dann auf die andere Seite. Nur zu verstehen, hier an den Seiten kommt auch ein Fenster. Also nicht, dass da nichts hinkommt. Doch. In einer Blöcken werden wir auch Fenster hin tun. So, dann noch das. Und ja, dann würde ich sagen. Immer so, das grobe Gerüst steht schon. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt, welche Fenster wir benutzen sollen, Buntglas oder Einfachglas. Ja, und wenn es euch gibt. Ernsthaft? Ich bin in der Abmotto-Nudel. Wo bist du? Könntest du bitte mal aufhören, mich zu beschießen? Danke. So, dann machen wir das so. Dann seht ihr auch schon den schönen Teil der Kirche. Also von diesem Balkon aus kann man das dann wunderbar sehen. Gut, dann würde ich sagen, schreibt mir die Kommentare voll bis zum geht nicht mehr. Wenn euch das Format gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, LBSS, am Moment, das ist. Ja, dann sehen wir uns Montag wieder zur nächsten Folge von LBSS. Und bis dann. Ciao, ciao.